Unser nächster Künstler, der hat einen Spruch an der Schlafzimmerdecke. Er hat ihn selbst dahin gemalt, damit er nicht so lange liegen bleibt. Und da steht, wer morgens nicht mehr weiter weiß, bekommt Dekubitus am Steiß. Ja, hier kommt der Mann mit der vielleicht erotischsten Stimme Deutschlands. Gott sei Dank ist er nicht Nachrichtensprecher geworden, sonst könnte er heute gar nicht hier sein. Hier ist Johann König. Ja, vielen Dank. Mein Name heißt Johann König, hat der Mann ja auch schon gesagt. Ja, ich bin Entertainer, Bereich Humor, und ich komme aus Köln. Ja, und eins sage ich euch schon mal hier gleich zu Beginn, damit ihr Bescheid wisst. Also, es ist so, ich habe heute Abend, ich habe richtig Bock. Ganz im Ernst, ich habe richtig Lust. Ja, ich habe heute Morgen beim Aufwachen, da habe ich schon gedacht, ach du Scheiße. Heute musst du wieder arbeiten. Ja, das Programm, aus dem ich euch hier etwas vorspielen möchte, das Programm hat einen Titel. Das Programm heißt Ohne Proben nach oben. Und ja, genauso wird es auch gemacht. Der Programmtitel ist allerdings variabel. Vor kurzem hatte ich einen Auftritt im Osten, also in der DDR. Also in der heutigen DDR. Ja, und da ist das Programm dann ohne Üben nach drüben. Ja, ich habe auch einen Regisseur hier für das ganze Programm gehabt, der hat sich das alles mal angeguckt und dann hat er nachher gesagt, Johann, wichtig ist, dass es dir gefällt. Aber lass mich mit so einem Quatsch in Ruhe. Ja, ich weiß nicht, also eigentlich geht es mir ganz gut im Moment. Ich war ja bis vor kurzem im Krankenhaus. Ich war im Krankenhaus gewesen mit einer Fraktur. Mit einer psychischen Fraktur. Ich hatte einen Knacks im Oberstübchen. Erlitten bei H&M an der Kasse. Ich war zu H&M gegangen und hatte gefragt, wollte mir einen Schal kaufen, habe ich gefragt, hey Baby, sag mal, wo finde ich denn hier Schals? Hat die gesagt, das tut mir leid, der arbeitet hier nicht mehr. Ja, auf jeden Fall habe ich mich dann so aufgeregt, dass ich in ein Krankenhaus eingeladen wurde von zwei Männern. Ja, ich wollte die Einladung erst ausschlagen, haben sie mir davon abgeraten. So, und ich bin dann ins Krankenhaus gekommen ich habe dann dort in diesem Krankenhaus eine Art Gedächtnisprotokoll geschrieben. Habe ich hier mal mitgebracht, möchte das mal kurz vortragen. Das heißt, im Mozart-Krankenhaus beginnt am Dienstagabend, ich auch. Dienstagabend, liege im Mozart-Krankenhaus und bin verwirrt. Mozart, wer war nochmal Mozart? Jetzt nicht auch noch Alzheimer kriegen. Werde komplett vermessen, morgen werde ich operiert. Zweiter Tag, heute werde ich operiert. Langweile mich bis zum Eintritt der Narkose. Schwester. Ich mach's nochmal. Langweile mich bis zum Eintritt der Narkoseschwester. Ja, so ist es. Ja.
Man sieht gar nicht, wie man das lesen muss hier. Fünfte Woche. Mein Zimmernachbar heißt Mike. Er hat absolutes Alkoholverbot. Als er weg ist, trinke ich seine Vorräte leer, um ihm zu helfen. Wegen des Alkoholgestanks im Zimmer bekommt Mike kein Armbrot. Neunter Monat. Habe geträumt, ich hätte im Preisausschreiben der Barmer Ersatzgeister gewonnen. Erster Preis war eine kostenlose Vorsorgeobduktion. Zweiter Frühling. Darf morgen nach Hause, das wird gefeiert. Die ganze Nacht mit Mike und der Nachtschwester gesoffen. Um 5 Uhr morgens sind wir drei so voll, dass wir das Spiel Idiotendreier spielen. Also einer geht raus und die beiden anderen müssen raten, wer draußen ist. Ja, war ja doch ganz schön. Also ich finde es wirklich schön, dass ihr heute Abend hier seid, allein, dass es euch gibt, ja. Aber manchmal glaube ich ja, wenn es euch nicht gäbe, dann müsste ich richtig arbeiten. Dankeschön.